Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Horizon Zero Dawn. So, ich kann das Schwein nicht töten. Im letzten Part haben wir wieder gut Story-Missionen weitergemacht. Und heute habe ich festgestellt, dass hier hinten... Ja, hier... nochmal ein Dorf ist. Das will ich mir auf jeden Fall angucken. In der Gegend waren wir noch nicht. Ist eine etwas weitere Gegend. Ich würde sagen, hier unten nehmen wir uns noch ein Reittier mit. Und dann reiten wir geschwind da hoch. Vielleicht gibt es da noch mal ein paar Missionen. Alter Schwede. Wie komme ich denn da runter? Na ernsthaft, wie komme ich da runter? Okay. In die andere Richtung. Und dann laufen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das ein verflixter Weg. Naja, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Mann, ist das weit. Okay. Hier runter, wie gesagt, wir nehmen uns da auf jeden Fall ein Reittier mit, weil... Hey. Vorsicht da unten. Das muss jetzt wirklich nicht sein, dass wir den Weg laufen. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es da unten mal wieder ein paar Quests gibt, beziehungsweise ein paar Aufgaben. Die würde ich gern mitnehmen. Die Aufgaben mit den drei Verbrechern, die werden wir irgendwann mal auch noch abschließen, aber eilt nicht. So, da sehe ich schon irgendwelche Grauhabichte. Geil. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen noch auf dem Weg weiter bewegen. Oh Mann, ich habe so keine Lust auf einen Grauhabicht. Du bist ein Grauhabicht, oder? Oder bist du einer von den ganz Großen? Du könntest auch einer von den ganz großen Kollegen sein. Auf dich habe ich noch viel weniger Lust. Ah, du könntest einer von den ganz großen Kollegen sein. Bleib bloß, wo du bist, wo auch immer du bist. Ich kann den nicht mal scannen. Aber ich glaube, das ist einer von den... Ich glaube, das ist einer von der ganz großen Sorte. Mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, Stress zu haben. Dass ich den jetzt hier noch nicht mal scannen kann, das finde ich schon brutal. Ja, ich kann ihn nicht scannen. Naja, da unten sehe ich auf jeden Fall schon die ersten Viecheritos. Und einen würde ich mir sehr gern holen. Ja, der ist schon ein bisschen aufgeschreckt. Kann ich dich jetzt scannen? Sturmvogel. Geilo. Ich will dich nur überbrücken. Und jetzt will ich dich eigentlich nur reiten. Und jetzt will ich hier nur abhauen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ja, der Sturmvogel hat es jetzt auch auf mich abgesehen. Ich sehe schon. Wir schreiten da hinten rum. Irgendjemand hat da hinten rumgeschrien. Ey, was sind denn hier viele Sturmvögel? Das gibt's doch nicht. In was für einer Gegend bin ich hier gelandet? Und Schnappmäuler. Wow. Na ja, gut, neues Lagerfeuer auf jeden Fall. Alter Schwede, in was für einer Gegend bin ich hier gelandet? Wahrscheinlich werde ich da jetzt in diesem Dorf gleich vergewaltigt, oder? Das ist irgendein Arschlochdorf, ich sehe es jetzt schon. Ein Langbeinmaschinenareal entdeckt. Interessiert mir aber nicht die Bohne. Ich will mit euch keinen Stress haben. Da bin ich ja jetzt gespannt. Und ich glaube, wir haben auch wieder Fertigkeitspunkte zu vergeben. Das muss ein Ausserraum sein. Man kann es diesem Ort ansehen. Echt, kann man. Okay, hier gibt es wirklich eine Quest. Die schauen wir uns an. Wo ist denn die? Die ist da oben. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Hallo?
Ich würde gern zu dir hochkommen, aber ich weiß nicht wie. Ach, da ist eine Treppe. Nehmen wir die Treppe. Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Erstmal bestehen wir euch. Erstmal bestehen wir euch. Ein bisschen Free Loe, da sage ich nicht nein. Wo ist wer? Hä? Ach, die da. Der da. Die da. So, so. Ich wusste, Frauen sind derweils Verhängnis. Und er hat es verdient. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind. Dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit, ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Du bist also Schmiedin? Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede. Und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Oh, ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie. Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar, es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen? Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus. Und sitzen auf den Energiezellen.
Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Sag dich doch, dass wir hier eine Nebenmission kriegen. Die würde ich auch gern machen. Ich finde die Petra irgendwie, außer ihren Namen, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz nett. Schauen wir mal. Neben. Ja. Gefällt mir. Ist nicht weit weg. Nehme ich. Banditenversteck. Das ist eh meine Spezialität. Banditen töten und abschlachten. Das ist genau meins. So, jetzt will ich noch ganz kurz saven. Und eine Sache interessiert mich doch hart. Und zwar Notizbuch. Fortschritt. Bei wie viel sind wir? Bei 57% erst. Leck mich am Arsch. Gut. Fertigkeiten. Ich glaube, wir hatten gesagt, dass wir den hier nehmen wollen. Starker Schlag plus. Ich glaube, den wollten wir haben. 30% mehr Schaden. Ja. Nehmen wir mit. Ist gekauft. Und als nächstes, glaube ich, nehmen wir dann das hier. Höhere Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern. Gut. Gehen wir Banditen töten. Wo lang müssen wir? Ja, den Ausgang. Da gibt es einen Ausgang. Da gibt es scheinbar einen Ausgang. Gut. Nehmen wir den. Ist ja nicht weit weg. Wo lang? Wo lang, wo lang, wo lang? Ist der Weg gut? Ist der Weg schlecht? Wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte zuerst die Stadt eingenommen. Mehr Sklaven, die Lichtkisten ausgraben können. Dann mach das doch, wenn die anderen da sind. Sie kommen bald. Okay. Ich habe am Bauch eine schlimme Lücke. Den würde ich gerne töten. Ja. Würde ich gern und habe ich. Den habe ich getötet. Und weil es so lustig ist, töten wir auch den hier gleich noch. Easy. Ich hoffe, das waren Bösewichte. Da ich es nicht looten kann, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber okay, wir werden es herausfinden. Da hinten sind noch zwei. Da spaziert noch einer rum. Ah, vielleicht. Lieber den hier. Gut. Aber irgendein Viech höre ich ja auch. Irgendein Geviech. So. Geh mal wieder auf den anderen. Da oben ist einer. Der war einmal. Und die hier würde ich fast sagen, sind irgendwo anders. Die Frage ist, wo muss ich hin? Muss ich jetzt da rein oder muss ich außenrum? Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Mal sehen, wo ihre Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Also muss ich da schon hoch, oder? Ich meine, ich habe jetzt da schon ein paar getötet. Oder muss ich da hinten hin? Ne, ich muss da schon hoch. Okay. Gut, gehen wir hoch. Da habe ich auf jeden Fall einen Eingang gefunden. Ja, den haben wir erledigt. So. Ah, da hinten ist noch einer, okay. Da hinten war noch einer. So. Ach, da oben sind auch noch zwei. Ich glaube, der eine ist statisch. Und den hier gleich noch hinterher.
Ja, zwei Tote. Hey, da steht noch einer. Dass der mich nicht sieht. So. Tot. Also mittlerweile geht das eigentlich echt smooth. Da unten sind da noch zwei. Da hinten sind noch drei. Habe ich irgendeinen übersehen? Auf höherer Position? Ich glaube fast nicht. Na, da spaziert noch einer rum. Der könnte mir tatsächlich noch Ärger machen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der entlang stiefelt. Ach, da bist du. Gut. Du bist auch weg. Okay, dann haben wir da zwei. Da hinten steht einer einzeln. Einzeln finde ich angenehmer. Tot. Dann ist hier ein Einzelner. Tot. Hm. Hierher, sie kommt. Tot. Noch jemand? Oder war es das? Ich glaube, das war's. Das lief eigentlich gut. Wenn ich jetzt hier nicht in den Tod falle, und ich weiß noch nicht genau, wie ich das anstelle, dass ich hier nicht in den... Ach, da. Ey, da. Okay, da waren jetzt echt noch zwei übrig. Bin ja gespannt, ob ich noch irgendwo... Da hinten ist noch einer übrig. Aber wo ist der? Der muss ja fast draußen sein, oder? Da hinten auf dem Turm steht der. Das gibt's doch nicht. Hierher! Holt! Halt's Maul. Ich glaube, jetzt habe ich das Dorf doch irgendwann mal ausgerottet, oder? Naja, geh mal runter. Sollte noch einer da sein, dann kriegen wir den, glaube ich, auch so platt, oder? Ich denke, das müsste drin sein. So. Nehme ich dein Zeug noch mit. Auch wenn das jetzt nicht sonderlich wertvoll war. Aber wie komme ich hier runter? Das ist jetzt hier die große Masterfrage. Da ist ein Weg. Da, eine Energiezelle. Ja. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich krieg jetzt hier gleich echt das Kotzen. Danke, geht doch. So. Was hast du noch dabei? So. Noch eine Energiezelle und dann da oben irgendwo ist wohl auch noch eine. Das war jetzt echt easy, Leute. Also mittlerweile ist das echt kein Problem mehr. Aber jetzt muss ich da noch irgendwie hoch. Oder dahinter oder irgendwie irgendwas. Die Frage ist nur, wie? Irgendwelche Vorschläge? Okay, das ist offensichtlich eine Möglichkeit. Na, ernsthaft, wie komme ich da hoch? Das ist auf jeden Fall keine Option. So. Hier. Und dann hoch. Die Tür, die kriege ich doch nicht auf. Nee. Wie komme ich da rein? Ich sehe nichts zum Klettern. Ich sehe wirklich nichts zum Klettern.
Ich sehe aber auch kein Seil, was da irgendwie rüberführen würde. Aber irgendwie sind die doch da auch hochgekommen. Schauen wir uns mal ein bisschen aus der Entfernung an. Spinne ich jetzt? Da muss es doch einen Weg geben. Oh Mann, hier. Man kann die Wege so leicht übersehen, das ist unglaublich. Das ist echt der Wahnsinn. Okay, geschafft. Und jetzt zu den Plünderern die Waffenteile holen. Was? Plünderer, Waffenteile? Das ist mir neu. Das war so nicht ausgemacht, aber okay. Vor Plünderern haben wir jetzt auch nicht mehr so die Angst. Und runter. Gut. Wer bist du denn? Der Clan wird es dir noch zeigen. Die Stadt wird unser. Was bist du denn für ein Vogel? Holt er jetzt Verstärkung, oder? Wie muss ich seine Drohung interpretieren? Okay, hier komme ich. Doch, komme ich. Irgendwas vom Plündern, haben die gerade gesagt. Machen wir uns hier erstmal ein paar Pfeile noch. Dieser ganze Schrott. Wer weiß woher und wann er hier aufgehäuft wurde. So, okay, da hinten sehe ich schon einen. Einen, zwei, drei, vier. Aber hinter mir ist keiner. Gegen was waren die denn? Okay, die sind gegen nichts Besonderes. Und, wow. So. Den einen hat das gerade gar nicht interessiert. Scheinbar doch. Das ist schon richtig, richtig geil. Dann habe ich jetzt noch den einen hier auf der Seite. Ey, mit drei Pfeilen einfach weg. One-Shot. Hier streifen viele Plünderer herum. Naja, so viele sind sie doch nicht. Ich hoffe, sie haben die Teile noch nicht weggeschafft. Ey, das ist der Wahnsinn, Leute. Es sind doch noch einige. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Naja, die meisten haben wir jetzt auf jeden Fall weggeholt. Dass das funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da ist noch einer. Schauen wir mal. Nö, den kriege ich nicht. Das sind doch noch schon noch einige. Macht irgendwie Spaß, die hier aus der Ferne zu ärgern. Ach komm, ich habe jetzt echt keinen Bock auf die Scheiße. Die Plünderer haben diese Haufen gemacht. Seltsam. Bauen sie nichts. Na, wo ist der Letzte? Der kommt schon, wenn er was von mir will, dann kommt er schon vorbei.
Ich muss etwas finden, das Petra gebrauchen kann. Schnell! So. Ja, komm, Aloy, so beeilen müssen wir uns auch nicht. Den Plünderer da vorne würde ich noch gern mitnehmen. Weil, hey, warum soll ich das Zeug liegen lassen? Wenn ich sie jetzt schon kaputt gemacht habe und dafür Scherben ausgegeben habe, dann will ich natürlich auch die Belohnung dafür haben. Ich habe halt keine Ahnung, wo der letzte Kandidat ist. Ach, der ist da hinten. Ja, komm, den machen wir auch noch schnell weg. Und weg ist er. So. Was haben wir hier? Ein Zünder. Nehme ich mit. Gefällt mir. Hey, das ist was Lilanes. Was war das jetzt hier für eine Stressmusik? Nice. 2 von 3. Aber irgendwas scheint noch zu fehlen. Ach, da hinten sind noch weitere, okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh oh. Okay. Bin schon durch. Keine Panik. So, irgendwo war noch einer. Ich weiß nicht, ob ich die auch mit 2 platt kriegen würde. Wahrscheinlich schon. Aber warum Risiko eingehen? Ich meine, die Pfeile sind jetzt echt nicht teuer. So. Zurück zu Petra. Perfekt. Ich war lange genug auf diesem Schrottplatz. Definitiv. Aber wir kriegen doch jetzt sicher noch hier Besuch, oder? Ärger und Besuch. Irgendeiner sieht mich. So. Wer oder was sieht mich? Ist da wieder ein Plünderer oder wie? Tatsache. Da ist ein Plünderer. So. Einmal hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Dann sind wir raus aus dem Schrottplatz. Macht die Sache auf jeden Fall irgendwie entspannter. Wow, 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 wow. Gut, dann nehmen wir den regulären Weg. Wieder ein paar Pfeile herstellen, weil, ja. Wo führt mich denn das Ding jetzt entlang? Wo ist denn der andere Plünderer überhaupt? Da war ja noch einer. Na gut, geh mal Peter die Waffenteile. Da irgendwo rechts ist er. Aber eigentlich ist er mir echt egal. So. Jetzt haben wir es eh fast geschafft. Mal wieder die Treppe am besten. Und... Petra, ich hab deine Teile, aber es kommen noch mehr Banditen. Der Rest ihres Clans. Sie wollen die Stadt einnehmen. Tatsächlich. Halt das Ding ruhig und ich mache den Rest. Und dann werden wir ja sehen. So, anheben und bereit machen. Und nicht gegen den Schoß drücken, wenn du damit irgendwann nochmal... Ist ja schon gut, verstehe. Okay. Ach du Scheiße. Schwer. Oh, ich kann sie nur festhalten. Ich würde gerne... Lass die Stadt bluten, da! Jungs. Ach da. Ha, sowas. Ui. Gefällt mir.
Funktion! Sie funktioniert bisher. Gefällt mir wirklich gut. Kann ich die mitnehmen? Die Waffe könnte besser sein. Die Schützin ist perfekt. Gefällt mir wirklich gut. Boah, wie die durch die Gegend fliegen. Ey, das gefällt mir. Und? Nur Banditen ziehen sich jetzt nicht zurück. Na los, ihr Feiglinge, sie haben nur eine Kanone. Ja, die reicht auch. Die holzen mich gerade gut an. Habe ich da unendlich Munition? Schaut fast so aus. Sie sammeln sich unter der Brücke, Aloy. Schieß sie runter. Es ist deine Brücke. Ich baue eine neue. Schieß sie ab. Okay. Wie kann ich die denn abschießen? Ah. Oh, das war wohl etwas übertrieben. Cool. Soweit ich weiß, nennt man das eine Schlappe. Cool, gefällt mir. Ich will die mitnehmen. Gefällt mir echt gut. Oh, mir tun die Zähne weh. Das ist interessant. Ein Lederriemen zum Draufbeißen wäre gut. Wir machen eine Himmelsbestattung. Das heißt, wir überlassen die Schufte den Vögeln. Uns wäre es schlimmer ergangen, hätte das Ding nicht funktioniert. Was hast du gesagt? Nicht funktioniert? Sie ist nicht fertig. Deshalb der Test. Na komm, du hattest doch auch noch dein Nora-Spielzeug. Es heißt, man soll nur Metall vertrauen. Doch dir zu vertrauen war gut. Danke, Aloy, Maschinenjägerin. Das vergesse ich nicht. Ich auch nicht, Petra. Oh. Okay. Ich spüre immer noch die Blitze in meinen Haaren. Hey, ich habe eine neue Quest gekriegt. Da unten gibt es jetzt eine neue Quest. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und bald steigen wir wieder auf. Echt krass. Suchst du was Bestimmtes? Keine Spur von meinen Freunden. Sie folgten ein paar Behemoths und sind noch nicht zurück. Nur erfahrene Jäger folgen solchen Maschinen. Schaffen Sie das nicht allein? Ich sorge mich ja nicht um Sie. Wir brauchen spezielle Kabel von den Behemoths für unsere Kanonen. Kriegen wir die nicht, zieht Petra mir die Haut ab. Ich hätte dem Tausch nie zustimmen sollen. Wo sahst du sie zuletzt? Na hier, vor ihrem Aufbruch. Sie gingen weg und stritten die ganze Zeit. Worüber denn genau? Wie man am besten die Herde findet. Jorgris ist gut mit dem Bogen, aber er könnte sich im eigenen Haus verlaufen. Was hab ich getan? Was für einen Tausch meinst du? Petra hat mich und Belatka angewiesen, Kabel von den Behemoths zu besorgen. Aber Jorgris und Belatka sind füreinander bestimmt, wie Hammer und Stahl. Sie wissen es nur noch nicht. Also habe ich mit ihm getauscht, um, naja, die Sache in Gang zu bringen. Hat sich Belatka nicht gewundert? Es war ihre Idee. Und ich fürchte, es lief zu gut. Wenn sie beim Knutschen die Herde verpassen, steht meine Haut auf dem Spiel. Warum sagst du es Petra nicht einfach? Wenn du es ihr sagen willst, bitte sehr. Vielleicht reagiert sie sich an dir ab und wird müde, bevor ich dran bin. Ich würde die beiden ja suchen, aber da Jorgris mich vertritt, habe ich seinen Wachdienst. Ich werde deine Freunde suchen. Wo wollten sie hin? Sie wollten zum Bogen im Nordwesten, um die Herde zu finden. Ich hoffe, sie haben den Weg gefunden. Ohne diese Herde können wir unsere Kanonen vergessen. Ich werf mich ins Feuer, wenn ich unsere Freiheit riskiert habe. Das sollte die letzte Option sein. Ich tue, was ich kann. Das wird ein Spaß. Okay. Mit Petra muss ich jetzt nicht reden, oder?
Das machen wir auch noch schnell. Die Quest würde ich gerne noch machen. Ja, komm. Das machen wir noch schnell. Wird ja nicht zu weit sein, oder? Mit Petra reden. Optional. Ja, okay. Komm, machen wir. Das ist die Chefin. Die sollte wissen, was hier abgeht. Ich meine, das ist jetzt nicht Petzen. Das ist einfach nur... Hey, ich kümmere mich drum. Immer so blass. Ein paar Minuten in der Schmiede und du hast Farbe auf den Wangen. Dazu brauche ich keine Schmiede. In der Wildnis klappt das auch ganz gut. Was hat dein Feuer diesmal entfacht? Ich komme damit klar. Aber sicher doch, nur wenn's um Freihalde geht, muss ich's wissen. Du hast zwei Jäger losgeschickt. Sie sind verschwunden. Oh, das kann nicht sein. Kelo findet eine Nadel im Schrotthaufen. Es sei denn, er war leichtsinnig, verdammt nochmal. Was hat er getan? Er hat mit Jorgris getauscht. Pah, Feuer und Spucke! Was unternimmst du wegen des Tauschs? Das war reine Zeitverschwendung. Jorgris und Belladia muss man nicht drängen. Sie sind füreinander bestimmt. Genau wie beim Schmieden. Das Gewicht des Hammers macht die Arbeit, nicht dein Arm. Aber dass Kelof eine zarte Seite hat, ha. Gar nicht wütend? Oh, er bekommt Ärger. Aber ich habe gelernt, dass manche Dinge einfach passieren. Wozu brauchst du denn diese Behemoth-Kabel? Es sind die besten Zündschnüre für die Kanonen. Aber sie nutzen schnell ab. Man braucht ständig neue. Mit den Waffen sind wir stark und frei. Ohne sie haben Banditen und Maschinen leichtes Spiel. Ihr könntet handeln. Manche Sachen müssen wir selbst beschaffen. Sonst machen wir uns abhängig. Diese Last tragen wir nicht. Aber ich sollte dir helfen. Manche Lasten sind willkommen. Warum ist die Herde so wichtig? Wenn sie die Brutstätte erreicht, kriegen wir sie nicht mehr. Und eine andere wird nicht so bald kommen. Wir brauchen die Kabel. Und wir brauchen sie jetzt. Wenn du die zwei findest, bring sie in einem Stück zurück. Und wenn du noch Behemoth-Kabel mitbringst, wäre ich dir sehr verbunden. Vorsicht, könnte Gewohnheit werden. Ja, das wirkt fast, als würde es Gewohnheit werden. So. 646, ich hoffe, mein Gaul ist noch da. Gaul, bist du noch da? Ja, bist du. Weil dich nehme ich jetzt. Für den Austritt nehme ich dich. Hey, da ist Medizin, sehe ich gerade. Gaul, geh mir aus dem Weg. Das kann ich bestimmt nicht gebrauchen. Dann schauen wir mal, wo die Action abgeht. Aber B-Mods sind gar nicht so einfach gewesen. Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich komme da mit meinem Gaul gar nicht hin, oder? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Okay, ich komme mit meinem Gaul hin. Das ist ein Offroad-Gaul. Geil! Ich liebe meinen Gaul. Also das wäre jetzt zu Fuß schon wieder ein ewiges Martyrium an Strecke. Aber mit unserem Offroad-Gaul geht das eigentlich ganz gut. Er scheut auch kein Wasser. Und wir haben ein neues Lagerfeuer entdeckt. Hat sich schon rentiert. Boah. Okay, er geht nicht über Steine, er geht durch Steine. Finde ich gut. Gefällt mir. Deine Einstellung gefällt mir, Gauli. Aber B-Mods waren gar nicht so easy. Das waren ziemlich fiese große Feuer. Viecher. Na komm schon. Und da sind Vögel. Yay. Und Schnappmäule. Geil. Wenn ich die Brutstätte finde, in der sie hergestellt wurde, will ich herausfinden, wo man sie verfügt. Ja, über das können wir uns irgendwann mal anders Gedanken machen. Das war jetzt nicht unbedingt der direkteste Weg, aber hat auch funktioniert. War ein Ablenkungsmanöver. Ein klassisches Trollo-Ablenkungsmanöver. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Nach mir suchen ist die Untertreibung des Jahres, oder? So, Moment.
Bin ich jetzt richtig? Nein, bin ich nicht. Bin ich jetzt richtig? Ja, jetzt bin ich richtig. Kümmert euch wieder um euren Kram. Da sind sie. Und es schneit. Geil. Zwei streitende Jäger. Genau das, was ich suche. So, seid ihr die zwei Kaschbeköpfe? Seid ihr Jorgris und Belatka? Kelov wollte, dass ich euch suche. Ach ja? Dann weiß Petra, dass wir versagt haben. Nein, ich hab versagt. Mir egal, wer versagt hat. Nur, soll ich die Herde nicht für euch aufspüren? Das kann ich nicht zulassen. Ich war dafür verantwortlich, nicht du. Oder er. Es sind drei Behemoths und ein paar Panzerwanderer. Das wird nicht einfach allein. Boah, soll ich die mitnehmen? Ach, komm. Ach, komm. Na gut. Mit. Wo war die Herde zuletzt? Auf diesem Grat. Wir folgen dir. Warte. Nimm diese Pfeile für die Jagd. Danke. Dann los. Ja, kommt einfach mit. Nehme ich ein bisschen Kanonenfutter mit. Im Endeffekt seid ihr für mich dann Kanonenfutter. Was seid ihr denn wieder für Viecher? Trampler. Ich glaube, ich habe noch nie einen Trampler erlegt. Und meine Spur ist direkt neben den Tramplern, oder? Sehe ich das richtig? Muss ich die Trampler umbringen? Ne, muss ich nicht. Da sind Spuren. Hier lang. So, wo lang? Da lang? Da lang, okay. Und da lang? Moment mal. Da gehen wir doch genau dahin, wo ich vorher herkam, oder? Wo die ganzen aggressiven Viecher waren. Ganz ehrlich, ich wäre den Spuren wohl im Kreis. Ja, wir laufen auch im Kreis. Aber macht nichts. Solange die Trampel da hinten cool bleiben, ist alles okay. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Na, kommt ihr? Oder macht ihr da hinten die Trampler gerade noch aggressiv? Jagen wir jetzt oder nicht? Hast du ihr Feuerpfeile gegeben oder normale? Ich dachte, du magst. Feuer und Spucke, Jorgris! Hör auf zu fragen! Ich spucke gleich Feuer! Er stellt Fragen, weil er dich mag. Er hat die Herde verloren, um länger bei dir zu sein. Und Jorgris ist statt Kelov hier, weil du Zeit mit ihm verbringen wolltest. Und jetzt ab zur Herde! Mann. Okay. Ja, Ma'am. Mann, was für Idioten. Ey, wo gehen wir denn hin? Panzerwanderer und... Achtung! Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Stärke, Energie. Ach du heilige Scheiße. Ach... Kommt schon. Ja, mach mal erstmal den hier. Hab ich dich. Panzerwanderer, hierher unterwegs. So, machen wir erstmal den hier. Okay, läuft. Den ersten haben wir down. Ich glaube, es war beim Panzerwanderer. Auf die Positionen. Wow. Okay. Der hat gesessen. So. Der ist heftig. Das machen wir lieber auf Distanz. Das machen wir echt lieber auf Distanz. So. Alter, was machst du da? Wow!
Okay, das ist heftig. Wenn ihr das macht, ist echt heftig. Okay, das ist nicht cool. Nicht cool, Bro. Nicht cool. Machen wir nochmal den hier. So, gleich mal ein bisschen Heilung. Wir diesen Mistkerl auseinander. Ja, du solltest mir aus der Schusslinie gehen. Für die Ocelot. Okay, er ist gleich down. So. Der war ein teurer Kandidat. Aber absolut wert. So. Ich nehme mich natürlich auseinander. Das wird mir noch weiterhelfen. Ich nehme mich noch mit. Okay, hier haben wir ein ziemliches Schlachtfeld schon. Auf die Erde los! Und ein bisschen was haben wir ihm auf jeden Fall zerlegt. Okay, hat er gerade keine Lust, oder? Ich habe hier eine Ladung für dich. Okay, er hat offensichtlich gerade keine Lust. Naja, mir soll's recht sein. Wow. So. Der hat da hinten auf jeden Fall noch was. Gut. Voll in den Arsch. Vielleicht noch mal ein paar herstellen. Jetzt, wo er noch abgelenkt ist. Alles raushauen, was ihr habt. So. Das ist halt echt heftig, wenn ihr das macht. Ordentlich tot machen. Komm schon. Down. Easy. Ich meine, klar. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen was verloren, aber trotzdem easy. Das war aber noch nicht alles. Ich nehme den ganzen Stuff hier aber auf jeden Fall mit. Jörg, das wusste ich nicht. Ich dachte, du stellst in Frage, was ich tue. Dass ich mich verteidigen müsste. Ich würde nie... Ich wollte dich nur besser kennen. Oh Mann. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Jetzt labern die da hinten schon wieder rum. So. Naja, wenigstens vertragen sie sich jetzt. Aloe, die Date-Doktorin, musste einfach nur mal herkommen. Denen dann klar machen, dass sie mal Lego spielen sollen. Und die Sache ist gegessen. Einfach gleich mich fragen. Alter Schwede, ist hier viel zu looten.
Und die beiden haben auf, die haben auf jeden Fall echt viel Punkte gebracht. So. Dich nehme ich natürlich auch noch mit. Das haben wir schon, das haben wir schon. Dich muss ich noch. Nice. So. Das nehme ich für unterwegs mit. Das passt. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Ich hasse das, wenn das Kraut hier so versteckt ist. Und jetzt noch was oder war es das? Ja, die Beomods haben wir jetzt aber echt krass, wirklich krass runtergeholt. Also habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt, dass das jetzt so easy geht. Aber mittlerweile sind wir wirklich echt gut geskillt. Alter Schwede, ist das hier verteilt. Aber ich will das ganze Zeug mitnehmen, weil... Hey, das ist Zeug. Auch wenn ich keinen Plan und wirklich absolut keinen Plan habe, wo sie das Zeug versteckt. Ich meine mal, sie ist jetzt nicht stämmig gebaut oder sowas. Also sie ist jetzt nicht hier voll der Koloss. Dass man sagt, okay, die hatten einen Arsch bis zum Mond. Wo schon eine ganze Wohnzimmereinrichtung drin ist. Nee, überhaupt nicht. Die ist so ein zierliches kleines Ding. Und versteckt das so gut. Echt krass. Und dafür, dass hier solche Viecher waren, ist hier erstaunlich wenig Heilung. Gut. Aber ich glaube, wir sind durch. Hier noch ein bisschen, das wird mir unterwegs sicher ein bisschen weiterhelfen. Crowd. So. Wir wissen es jetzt. Belatka und ich, dass wir zusammen sein wollen. Ich kann gar nicht aufhören zu lächeln, aber ich komme mir ein bisschen dumm vor. Ich bin eigentlich viel direkter. Danke für deine Geduld. Sollen wir die Kabel für dich zu Petra bringen? Oder machst du das lieber selbst? Ich mach das selbst. Ich bringe die Kabel zu Petra. Hast du die Nase voll von uns? Ja. Es ist doch schön, noch etwas Zeit zu zweit zu haben. Danke. Wirklich. Und warte nicht. Die zum Beispiel ist stämmig. So, jetzt bringen wir noch schnell das Biomod-Zeug weg und dann haben wir das auch erledigt. Geil. Dafür glaube ich aber, machen wir eine Schnellreise, weil das war wirklich ziemlich viel Arschlochgebiet. Oder gibt's hier hinten? Hier hinten wird es dann noch sogar noch eine verdorbene Zone geben. Hier wird es noch ein Lagerfeuer geben. Nee, hat jetzt keinen Bock, das Lagerfeuer zu entdecken. Ich sag, wir machen jetzt hier eine Schnellreise. Und dann habe ich die Sache nämlich hinter mir. Und Schnellreise hat funktioniert. Quatschen schnell mit Petra. Ich wollte die Kabel jetzt selber zurückbringen, weil wenn die jetzt da in der Gegend noch so ein bisschen rumzeugen, dann machen wir das lieber so. Du hast die Behemoth-Kabel, oder? Ich wusste, du schaffst es. Und Joris und Belatka kommen auch. Irgendwann. Sie sind zusammen? Endlich. Petra hat mir Wachdienst aufgebrummt und so war es das wenigstens wert. Danke. Kein Problem. Du hast ihr Gezänk also überlebt. Ah, knapp. Ich könnte alles darauf schieben, dass sie jung sind. Doch die Alten sind auch nicht besser. Danke, Aloy, für deine Geduld. Kein Ding. Wie viele Punkte kriegen wir dafür? Ja, 5000 Punkte ist gar nicht mal so verkehrt. Aber mittlerweile halt echt 35 Punkte. Das ist schon hart. So. Und Schatzkisten. Was haben wir hier noch Feines drin? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Nehme ich. Ist cool. Richtig, richtig cool. Sagen wir bei Rohstoffen. Ach, da haben wir jetzt auch richtig... Hä? Moment. Inventar... Rohstoffe. Wieso hat das hier ein neues Zeichen? Behemoth-Herz. Krasse Scheiße. Hey, wir haben 11.687 Scherben. Leck mich fett am Arsch. Und über 200 Lohe. Nice. So.
Jetzt will ich noch ganz kurz zum Händler. Nur mal verkaufen. Vielleicht hat er auch irgendwas. Aber ich denke nicht. Waffen. Hast du irgendeine besondere super-duper Waffe? Nö. Hast du nicht. Alles klar. Rohstoffe hast du wahrscheinlich auch nicht super-duper. Na komm, die Gratisprobe nehme ich mit. Und... Moment. Wenn ich jetzt die Gratisprobe habe, dann öffnen wir die erstmal. Perfekt. Und dann können wir mit dir verkaufen. Rohstoffe. Brauche ich nicht. Brauche ich beide nicht. Kannst auch haben. Kannst ebenfalls haben. Den Scheiß auch. Ebenfalls. Jo. Hau weg. Alter Schwede. Ey, was wir Kohle haben, Leute. Brutal. Schaut euch das mal an. Bald 13.000 Credits. Scherben. Krasse Scheiße. So, wir sind aber jetzt auch am Ende des Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.